Der Hurricane 3 Pro Turbo Orange ist eine Gemeinschaftsproduktion von Itaco und DAS. Wie der japanische Schwamm mit dem chinesischen Obergummi harmoniert, zeigen wir euch in diesem Video. Ein wenig irritierend ist es ja schon. Im Stempelbereich des 45 Euro teuren Belages sind tatsächlich beide Hersteller zu sehen. Während der 45 Grad harte japanische Schwamm aus dem Hause Nitaco stammt, hat sich DAS um das chinesische, klebrige Obergummi gekümmert. Herausgekommen ist eine hochkompakte Symbiose, die mit 114 Gramm mit bzw. 86 Gramm ohne Verpackung gewichtsmäßig auf jeden Fall für Eindruck sorgt. Während man bei den ersten Schlägen immer noch ein wenig beeindruckt von der hohen Klebrigkeit des Hurricanes ist, bekommt man, im wahrsten Sinne des Wortes, knallhart zu spüren, dass er sauber gespielt werden will und somit sehr anfällig auf falsche Balltreffpunkte reagiert. Damit sich die Dynamik des Schwammes bemerkbar macht, bedarf es auf jeden Fall aktiver Schläge. Auf der anderen Seite verhält sich der Belag insgesamt sehr dämpfend, wenn man ihn passiv spielt. Der Ball bekommt Spin und Geschwindigkeit dann zum größten Teil ausschließlich vom Obergummi. Von der Grundgeschwindigkeit her fühlt sich das Teil demnach eher langsam an. Erst bei größerem Kraftaufwand bzw. Armeinsatz erwacht die Kombination. Richtig Fahrt kommt bei einem tangentialen Balltreffpunkt auf. Die Eröffnung ist aufgrund des sehr flachen Ballabsprungs nicht ganz einfach und bedarf eines guten Armzuges. Wenn sie allerdings gelingt, dann mit einer gehörigen Portion Spin, was man aufgrund des klebrigen Obergummis aber auch eigentlich so erwartet hatte. Dennoch muss man sich zunächst an den flachen Ballabsprung gewöhnen. Viele der ersten Topspin-Versuche landen nämlich im Netz. Ganz besonders gut eignet sich das Teil übrigens zum frühen Annehmen, aktiven Blocken und Abschießen von Topspins. Hierbei werden der ankommende Spin schön egalisiert und die Bälle flach herauskatapultiert. Im Schubspiel muss man sich zunächst an den ebenfalls sehr flachen Absprung gewöhnen. Hat man das geschafft, belohnt der Hurricane das mit einem hohen Maß an Präzision und einem hohen Unterschnittniveau. Wenn der Hurricane 3 Pro Turbo Orange 1 ist, dann auf jeden Fall sehr speziell. Je aktiver der Belag gespielt wird, desto mehr kommt die Dynamik des japanischen Schwammes zur Geltung. Je passiver, desto mehr die Charakteristik des chinesischen Obergummis. Wenn man harte Belege mag, sich in jeden Topspin aktiv reinhängt, um das hohe Spin-Potenzial auszunutzen und auf der anderen Seite die dämpfenden Eigenschaften beim Blocken nicht missen möchte, der könnte bei dieser neuartigen Gummifusion durchaus richtig liegen.